Plötzlich muss alles ganz schnell gehen. Heute das Kabinett, bis Freitag der Bundestag. Und dann sollen bis zu 1200 Soldatinnen und Soldaten baldmöglichst abmarschbereit sein. Richtung Syrien, den IS, den Islamischen Staat, bekämpfen. Ich betrachte die ganze Entscheidung mehr als eine symbolische Solidaritätsdemonstration mit Frankreich, einem unserer wichtigsten oder dem wichtigsten Partner in der Europäischen Union. Wie die meisten Male in der Geschichte von Bundeswehreinsätzen hält sich die Bundeswehr eigentlich doch ein bisschen mehr im Hintergrund, unternimmt Unterstützungsleistungen mit der Fregatte, mit der Luftaufklärung, wird nicht an Kampfeinsätzen beteiligt sein und hat auch keine Bodentruppen gegen den IS im Einsatz. Wobei ich dazu sagen muss, dass das Tornado von seinem Design her ein kalter Krieger ist, der also eigentlich geplant war, aus sicheren Stellungen mit einer zentralen Versorgung zu operieren. Er ist nicht geeignet eigentlich für Expeditionsunternehmungen. Den Mut hat, glaube ich, in dieser Debatte keiner zu sagen, das ist nicht die Art, wie man den Terror besiegt. Es gibt ja jetzt wieder diesen schönen Begriff des Krieges gegen den Terror. Vielleicht muss man zunächst einmal darauf hinweisen, unsere amerikanischen Freunde, die diesen Begriff nach 9-11 erfunden haben, führen gegen alles Krieg. Die führen auch Krieg gegen Dickleibigkeit und meinen, wenn sie War on sagen, eigentlich eine Kampagne. Wenn wir im europäischen Kontext Krieg sagen, dann meinen wir Krieg, wie man jetzt sieht. Und ich glaube, all die Stimmen, die zu Recht davor warnen, dass ein solcher Krieg erstens nicht zu gewinnen ist, weil man den Gegner nicht genau kennt, und zweitens letztendlich dafür Sorge trägt, dass das Risiko bei uns weiter steigen wird. Das ist ohnehin schon hoch. Und bislang muss man vielleicht aus deutscher Sicht ganz bescheiden sagen, wir haben Glück gehabt und nicht mehr. Und vermutlich wird dieses Glück schwinden, wenn IS sich jetzt auch in Zukunft auf Deutschland konzentriert. Wir haben ja auch schon bekämpft, den IS, indem wir die Peschmerga, die kurdischen Truppen hier ausgerüstet haben. Ja, wir haben die auch. Schauen Sie, wir machen all solche wunderbaren Ausweichmanöver. Jetzt erwarten wir vielleicht am Ende sogar noch, dass uns die Truppen von Herrn Assad helfen, den Bodeneinsatz zu führen, zu dem wir selbst nicht bereit sind. Da stoßen wir an die Grenzen. Ich finde, Herr Marschall hat schon recht, das ist ein symbolischer Akt. Die deutsche Bundesregierung hat heute Morgen reagiert aus der Solidaritätsfalle für den französischen Präsidenten. Und der führt einen Krieg gegen Terror, weil er zeigen will, dass er was drauf hat, weil er in einer Woche in eine Regionalwahl muss. Und das sind die eigentlichen Beweggründe für diese Maßnahmen. Also Sie haben das Wort Symbolismus benutzt. Ich sehe das auch die Bomberei als Symbolismus, weil jeder... Die jetzt schon stattfindet. Die jetzt schon stattfindet, ist ein zynischer Symbolismus, weil wir dabei Zivilisten umbringen. Collateral Damage. Was jeder Generalstabsoffizier lernt, ist, dass Krieg ein Mittel der Politik ist. Und vorab muss die Politik ein Ziel formulieren. Was ist das politische Ziel all unseres Tuns in Syrien? Und wenn dort irgendwo das Militär einen Platz hat, muss man dann den Generalstab fragen oder den Generalinspekteur, kannst du das, wenn ich dir das politische Ziel gebe? Ich sage immer ein Ziel, ein demokratisches, terroristenfreies Syrien. Und dann frage ich den General, kannst du das? Und dann fragt er seinen Stab und dann lässt er das durchplanen. Wenn er natürlich gleich von Anfang an gesagt bekommt, aber ohne Landstreitkräfte, müsste jeder General sagen, forget it, das geht nicht. Wir sind nämlich joint. Wir gehen immer alle gemeinsam auf ein Ziel. Ansonsten wird der Krieg länger dauern und kostet noch viel, viel mehr Opfer. Und das ist geltende Lehre in allen Akademien der Welt, dass die jetzt da rumbomben und sich verweigern, den Leuten zu helfen. Die können den Leuten nur helfen, wenn sie den Soldaten schicken. Und zwar nicht irgendwelche Peschmerga, sondern richtige Soldaten. Wenn sie die schwarze Fahne in Raqqa einholen, sag ich mal so. Ich glaube, wir tappen in dieselbe Falle, die Sie gerade eben kurz angesprochen haben. Wir reden nämlich jetzt über militärische Kapazitäten. So, selbst wenn sie joint wären, Herr Scholz, selbst wenn Bodentruppen eingesetzt werden und die gesamte Bundeswehr mit all ihren Kapazitäten dahin geht, wird sie das Grundproblem nicht lösen. Wir haben doch in den letzten 25 Jahren eine Erfahrung gemacht. Wir können von den ganz großen Staaten abgesehen vielleicht fast jeden autokratischen Führer dieser Welt aus seinem Amt bomben. Das haben wir mit den Taliban geschafft in Afghanistan, das haben wir in Libyen geschafft, das haben wir im Irak geschafft. Aber dann, wir können im Zweifelsfall Assad aus der Macht bomben. Wir können vielleicht IS ein Problem schaffen. Und was passiert dann? Das ist die Frage, die Sie gerade im Ansatz stellen. Mit wem arbeiten wir dann, wenn es daran an die Frage geht, Syrien wieder aufzubauen?
Da hat die Bundeswehr keine Kapazitäten, das können Soldaten nicht. Darum darf es ja auch gar nicht gehen. Es darf nicht um Regime-Change gehen von außen. Das hat nicht unabhängig von Regime-Change geht es um die Frage, wie geht das weiter mit diesem Land? Wenn Sie Terror bekämpfen wollen, dann müssen Sie die Rückzugsräume von Terroristen schließen. Und das bedeutet, dass Sie sowas Ähnliches wie Stabilität und wirtschaftliche Lebensmöglichkeiten aufbauen müssen. Das ist keine militärische Frage. Ja, die andere wäre für mich, die andere Logik wäre für mich, wenn Sie den General fragen, kannst du das mit militärischen Mitteln erreichen, ein terroristenfreies Syrien, und man sagt ihm aber ohne Bodentruppen, dann muss der General, wenn er ehrlich sagen, das geht nicht. So, aber Flugzeuge schicken und rumbomben, und jetzt kommen wir mit unseren ECR-Tornados, mit einem Aufklärer, der aus der symmetrischen Kriegsführung kommt. Der soll Ziele aufklären, Infrastruktur. Was ist symmetrische Kriegsführung? Was symmetrische Kriegsführung, Land gegen Land, Armee gegen Armee, Luftwaffe gegen Luftwaffe. Also das Gegenteil ist die asymmetrische Kriegsführung im Kampf gegen Terrorismus. Wir haben als Problem, genauso wie in Afghanistan, es gibt keine Ziele. Nochmal jetzt aus meiner beruflichen Erfahrung widersprechen. Close Air Support. Das heißt, die direkte Luftunterstützung den kämpfenden Truppen. Die kämpfenden Truppen sind mit dem Gegner engagiert. Bedeutet, wir müssen Landstreitkräfte und Luftstreitkräfte aus derselben Kultur kommen. Wir müssen ausgebildet sein zusammen. Die Marines fliegen nicht, ohne dass sie ihre eigenen Truppen unterstützen. Ein Marine-Flugzeug würde nie irgendwelche Leute unterstützen, weil er sagt, die verstehen uns nicht, die verstehen unsere Regeln nicht, unsere Procedures nicht. Sie bomben eigene Leute, Blue on Blue, das sagt man dazu. Das ist inzwischen diesem Krieg auch schon passiert. Also zu glauben, dass die verschiedenen Fraktionen dort unten, die alle ihre Interessen haben, dass das vollwertige Bodentruppen sind, mit denen wir dann mit unserer Airpower zusammen Dinge regeln können, da warne ich vor. Ja, ich mache diese Debatte langsam etwas unruhig, weil sie tatsächlich unterstellt, dass das alles so in den Griff zu bekommen ist, wenn es denn alles nur nach Lehrbuch ausgeführt worden werden würde. Ist nicht so. Sie werden wahrscheinlich keinen einzigen Syrer, behaupte ich mal, davon überzeugen, dass er jetzt zurückgeht, um endlich mit westlicher Unterstützung gegen Assad zu kämpfen. Das ist doch bestenfalls blauäugig. Wir führen hier eine Diskussion, die mit den Realitäten vor Ort wenig zu tun hat, deren Auswirkungen aber zu uns zurückkommen werden. Im Endeffekt muss man doch vielleicht einfach mal den Mumm haben zu sagen, erstens haben wir alle keine Ahnung, wie man den Terror erfolgreich bekämpft. Wir reden uns gelegentlich, was hört man ja auch im Bundestag, ein, mit militärischen Mitteln geht das nicht. Also mit welchen Mitteln dann bitteschön dann? Mit wirtschaftlicher Hilfe, mit der Unterstützung von vor Ort, mit Regime-Change, haben wir alles schon mal versucht. Und eigentlich muss man fairerweise sagen, alles, was wir aus westlicher Sicht, die USA unter George Schulz beginnend, unter George Bush beginnend bis heute getan haben, hat letztendlich zum Desaster geführt, hat Terror stärker gemacht, als er vorher war, hat unser eigenes Risiko erhöht. Und jetzt tun wir trotzdem noch so, als könnten wir hier sitzen und sagen, also jetzt wissen wir, was wir in Zukunft besser machen müssen. Das machen wir jetzt. Jetzt schicken wir da 1200 Soldaten hin. Die werden es dann schon richten. Wir haben uns die Taschen voll gelogen mit der Ausbildung von 800 Polizisten in Afghanistan, als wäre in diesem riesigen Land mit 800 Polizisten irgendjemandem geholfen. Und genauso lügen wir uns jetzt die Taschen voll. Ich teile Ihr Argument, das ist symbolische Politik. Aber in einer solchen Bedrohungssituation nur symbolische Politik zu machen, das merken die Menschen da draußen. Die sind doch nicht blöd und die lassen sich nicht permanent ein X für ein U verkaufen. Wenn man den Terror besiegen will, muss man ihn hier bei uns besiegen. Die Wirkung des Terrors auf uns. Wir werden nicht in der Lage sein, ein Land wie Syrien zu befrieden. Wir sind übrigens auch nicht in der Lage, Frieden nach Libyen zu bringen oder nach Ägypten oder nach Afghanistan oder in den Irak. Die Liste ist unglaublich lang und irgendwann muss doch mal jemand aufwachen und sehen, dass die Fortsetzung dieser Politik zum Desaster führt. Wir werden von außen gar nichts bewerkstelligen, es sei denn, wir finden, und das ist der mühsame Prozess, den Sie vorhin kurz angesprochen haben, wir finden Ansprechpartner vor Ort, die bereit sind, mitzuhelfen, ihr eigenes Land zu stabilisieren. Das, da bekenne ich mich gerne schuldig, ist auch eine Form von Idealismus. Das ist leichter gesagt als getan. Aber von außen und mit militärischen Mitteln können Sie eigentlich nur jemanden aus dem Amt vertreiben, aber kein Land stabilisieren. Lass uns erstmal grundsätzlich, der Tornado ist gedacht als Tiefflieger, Baumwipfelhöhe, Nacht und Nebel und im Dunkeln und im Autopiloten, und das konnte er ganz toll. Im Golfkrieg 92 hat man nach wenigen Tagen gemerkt, dass es da am gefährlichsten ist. Small Arms Fire, jede Kalaschnikow, die nach oben schießt, wenn ich da durchfliege, falle ich runter. Eins hat man da oben nicht, einmal Situation Awareness. Sie wissen, Sie können noch so toll auflösende Bilder machen, aber wer da unten gerade läuft, laufen da jetzt Zivilisten weg, weil es knallt, oder laufen da IS-Kämpfer weg, das sehen Sie auf dem Bild nicht so einfach. Das muss, und das ist das Schwierige. Wie will denn jemand schießen, wenn man gar nicht weiß, wer da unten läuft?
Brauchen wir diese Tornados denn eigentlich? Denn die, bisher haben ja diese Luftangriffe auch ohne die deutschen Tornados funktioniert. Die brauchen wir da unten nicht. Das ist ein symbolischer Akt. Alle Luftwaffen, die dort unten fliegen, die Amerikaner sowieso, die Amerikaner gehen nirgendwo hin und verlassen sich auf einen Bündnispartner, was die Fähigkeiten angeht. Die nehmen immer alles selber mit. Schauen Sie, Assad ist ein Teil des Problems, weil jeder, da sind wir uns, glaube ich, einig, sein eigenes Süppchen kocht in Syrien und zum Teil auf Kosten der syrischen Bevölkerung. Putin tut's, wir tut's, Assad tut's. So, jeder kämpft da irgendwie gegen jeden. Und ich glaube, Herr von Marschall, das ist ein wesentlicher Punkt. Wir behandeln diesen Konflikt nämlich so, wie Sie eben gesagt haben, als wäre es ein symmetrischer Konflikt. Als gäbe es da eine Staatsmacht, die zu bekämpfen wir jetzt antreten, auch mit Bodentruppen. Dem ist nicht so. Wir müssen endlich in den Kopf bekommen, dass wir, wenn wir in ein Land wie Syrien gehen, wir formal in einen Staat gehen, der im Übrigen westliche Kolonialmächte in seinen Grenzziehungen geschaffen haben, wir aber eigentlich in ein Gebiet gehen, das von Stammesstrukturen geprägt ist, wo man nicht ohne weiteres sagen kann, wo genau die Konfliktlinien jetzt verlaufen. Insofern sind alle Syrer Syrer oder verstehen sie sich vielleicht doch eher als Angehörige von einzelnen Stämmen, die ganz anders reagieren. Und im Übrigen den Grundkonflikt, der diese ganze Region quält und mich immer stärker an das finstere Mittelalter in Zentraleuropa erinnert, ist ein Religionsschisma zwischen Schiiten und Sunniten. Und auch das überlagert diesen Konflikt. Und in diese Gemengelage hinein gehen wir jetzt mit stolzen 6 Tornados und 1200 Mann. Wir dürfen den Deutschen nicht erzählen wollen, dass das ein maßgeblicher Beitrag dafür ist, den IS zu bekämpfen. Es ist es nicht. Es ist bestenfalls symbolische Politik. Wenn man Ihre Beschreibung hört, wie kompliziert die Gemengelage vor Ort ist, das ist ja im Prinzip die Bestätigung, ob Sie die Religion jetzt draufpacken oder nicht, ist mir fast egal, hätte ich beinahe gesagt. Sie bestätigen diese Stammesgemengelage, die kein Mensch so richtig durchschaut. Aber wir behandeln diese ganze Region immer noch so, als hätten wir es mit einem rationalen Gegner zu tun. IS als Gegner, den wir jetzt sehr symmetrisch bekämpfen wollen. Das ist kein rationaler Gegner. Einen Selbstmordattentäter können Sie nicht abschrecken. Damit fehlt dieser Rationalität der traditionellen Militärdoktrin schon einmal ein ganz wesentliches Bein. Und außerdem besiegen, naja, besiegen. Ideologisch kann man den IS nur besiegen. Und ideologisch kann man ihn nur besiegen mit Hilfe der Muslime dieser Welt. Das ist ja noch schwieriger, weil im Endeffekt werden sie ausweichen. Sie sind auch im Irak schon ausgewichen. Sie werden sich neue Rückzugsgebiete suchen. Man muss ihm das entziehen, die Unterstützung. Das ist der Punkt. Durch eine kluge Politik. Am Anfang war die Aufgabe, die Mission Task, dieser Joint Task Force da von Kuwait aus, die bewaffneten Kalems, also die SUVs der IS, wenn die in den Kampf gegangen sind. Sie meinen sind, diese Geländewagen? Geländewagen, die zu bekämpfen. Das war die einzige, und was hat der IS gemacht? Er hat sie dislokiert. Er hat einfach aufgehört, in diesen großen Kolonnen also man kann ihn nicht rumzufahren. Und jetzt ganz wichtig, das Gebiet des IS, dort wohnen 10 Millionen Syrer. In dem Gebiet des IS, Raqqa 220.000, der wird all seine Dinge, sich selber, in diese Menschen reinpflanzen. Und das wenn heißt, als lebende Schutzschilde dann auftreten. Die Kanadier haben vor 2 Tagen eine Bombenwerkstatt mitten in Raqqa weggeschossen, wunderbar getroffen, nur das Haus nebenan auch und 5 Zivilisten auch tot. Und das passiert da jeden Tag. Und wenn sie jetzt einen Landkrieg da reinbringen, egal mit wem, ob das nun die Kurden sind oder Special Forces sind, in städtischem Gebiet, das ist Häuserkampf. Ja. Und wenn Sie mal die Bilder von den Städten sehen, aus dem Grund wirft Assad zum Beispiel seine Armee diese Fassbomben, weil diese IS-Leute, wenn die in den Häusern mit Snipern irgendwo sitzen, das ist so verlustreich, wenn sie da mit einfachen Soldaten reingehen, um die rauszuholen, dann machen sie halt den großen Hammer. Puff. Und dann fallen die Städte um und die Menschen sind auch alle tot. Das heißt, der Bodenkrieg, einfach zu sagen, machen wir jetzt was Gemischtes, das ist nur noch eine politische Entscheidung, dieser Bodenkrieg wird sehr, sehr blutig. Man hört ja immer wieder in Deutschland gerne den Satz, wir müssen die Ursachen dieses Terrors bekämpfen. Das ist der größte Selbstbetrug, den man sich vorstellen kann. Wir haben das Stichwort Demografie noch gar nicht genannt. Wir haben es und zwar weit über Syrien hinaus, in der gesamten Region mit Bevölkerungen zu tun, die sehr jung sind. Da kommt in Deutschland automatisch der Reflex, wir sind ja eine alternde Gesellschaft, Gott, das ist schlimm genug, haben die es gut. Die haben es nicht gut. Die haben keine Chance für all diese jungen Männer, die da bereit sind, zur Waffe zu greifen, die sich radikalisieren lassen, so etwas Ähnliches wie den Hauch einer Chance, einmal funktionierendes Mitglied einer Gesellschaft zu werden, durch einen Job, durch eine Ausbildung, durch eine berufliche Perspektive zu schaffen. Das heißt, das sind Gesellschaften, die sind geplagt von ihrer demografischen Last. Und die Wahrscheinlichkeit, dass all die Akteure, die jetzt da sind, irgendwann mal verschwinden, wenn man die annimmt,
dann muss man auch bitte schön annehmen, es wird vermutlich nicht besser werden, sondern eher komplizierter, weil es gibt Problemlagen, die weit über IS hinausgehen. Die haben wirtschaftliche Gründe, die haben demografische Gründe und all diese Zusammenhänge, die kommen mir in dieser ganzen Diskussion deutlich zu kurz, weil wir uns verengen auf die Frage, was machen wir jetzt mit unseren 6 Jahren? Das ist unbedeutend.